So, da sind wir zurück mit einem nächsten Video, beziehungsweise einen kleinen Tipp für euch. Viele von euch werden wahrscheinlich versuchen, mit aller Gewalt ein Reh bzw. einen Hirsch zu töten. Ich zeige euch einfach mal das Ganze, wie man das machen kann, ohne Bogen, weil mit dem Bogen ist es am Anfang nämlich auch nicht so einfach. Aber wir wollen ja die Werkbank auf Level 2 kriegen und dafür Level 3, Entschuldigung. Und dafür brauchen wir ein Reh. Wir gehen einfach auf die STRG-Taste, bedeutet, wir gehen in den Schleichmodus, hirschen uns hier so ganz langsam von hinten an. Achtet aber darauf, dass eure Ausdauer wirklich voll ist, bevor ihr das anfangt, weil ansonsten geht ihr nämlich wieder aus dem Modus raus und zack, habt ihr gesehen? Wie ihr seht, das andere Reh hat uns jetzt gesehen, aber worum es uns geht, ihr seht schon, Hirschtrophäe auch noch gekommen, uns geht es natürlich um die Rehhaut. Weil genau die brauchen wir, um unser Werkbank auf Level 3 hochzukriegen. Gucken wir gerade, ob ich das zeigen kann hier aus Herstellung. Ja, dafür brauchen wir das Gerbergestell. Also so könnt ihr das nun auch ganz einfach herstellen. Immer wieder anpirschen, weil es ist einfacher, sich anzupirschen in meinen Augen, als da wirklich mit Pfeil und Bogen. Weil das Pfeil und Bogen ist halt wirklich Übungssache. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch hin. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, wenn ihr noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo da lassen. Wenn ihr das Ganze so geholfen hat, gerne ein Like da lassen. Und vielleicht hast du Lust, in den Livestreams dabei zu sein. Dann einfach ein Abo da lassen. Einfach mal vorbeischauen, einfach mal Hallo sagen. Und in dem Sinne würde ich sagen, falls du noch Fragen hast zu irgendwas, was das Spiel betrifft, einfach in die Kommentare reinschreiben. Aber ich denke mal, ich werde das Spiel ziemlich gut erklären mit den einzelnen Dingen, aber vielleicht habt ihr auch noch Fragen, die ich mich selber noch nicht gefragt habe, weil man kann ja auch sich gegenseitig helfen. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Euch noch einen schönen Tag und viel Spaß bei Valheim. In dem Sinne, haut rein.